Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf der ModMap Kabalus. Hallihallo, ihr Lieben! Hallo, Leute! Hallöchen! So, wir sind unterwegs gewesen und im Schneegebiet und haben hier einen Eingang da hinten gefunden und gucken mal nach, was da ist. Vielleicht ein Dungeon. Wir hoffen ja immer auf Dungeon, weil wir haben noch nicht alle Artefakte. Müssen wir mal gucken. In dem Sinne, geht los! Yay. Vielleicht hat man einen Wassergrad. Vorsichtshalber hat Topper auch schon mal einen Teleporter gesetzt. Ja, sicher, ist sicher. Und der Schatnix meinte, wir müssen hier unbedingt rein. Also genau. Wenn hier nichts ist, dann ist der Schatnix schuld. Ach, ich trinke mir hier eben noch was, wenn ich mein Wasser voll habe. Kannst ja vorne trinken. Vorne geht's ins Wasser rein. Das habe ich noch nicht geguckt. Ich habe nur das Tier da abgestellt, weil ihr meintet, da hinten geht's rein. So, wir haben auch gleich die Höhlenrüstung angezogen und alles. So. Hallo, die Mini. Hallo, der Pyro. Hallo, ihr zwei. Hier stehen unsere schicken Tiere und dann meintet ihr, geht's hier hinten rein, ne? Hier hinten habe ich was gesehen gehabt damals. Aber ich bin nicht rein. Hier geht's. Ach so, das geht direkt ins Wasser. Ja. So. Ja, dann zieh ich mal Tech-Helm an. Ja, ne? Sichi, sichi. Mach ich. So. Ach so, die. Alter vor Schönheit. Unterwasser-Dings tue ich auch mal rein. So. Also Pyro, dann voran. Ja, dann geht los. Ach, Moment, Moment, ich muss nochmal zurück, ich bin gleich wieder da. Die Koordinatis muss ich noch zeigen. Jo. Ach, ich hab ja drauf gewartet, dass die Mini dran denkt, aber sie hat nicht dran gedacht, Leute. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Aber zum Glück bin ich da und denk da dran. Ach je. So. Kann ja scheiße, passieren, wenn man nicht selber denken kann, ne? Ich zeig dann mal. Gut, aber keiner von uns dran gedacht. Nö. Zeig dann mal. Wir haben eigentlich alle dran gedacht. Wir wollten sehen, ob der Pyro selber mal dran denkt. Ah ja. Nein, hat er nicht, oder? Ich zeig dann mal. Das sieht man mal wieder eindeutig, wurde bewiesen, wenn er die Mini nicht hätte, hätte er alles vergessen. So, darf ich jetzt die Koordinaten durchgeben? Ja. Super. Ihr seht auf Karte, wir sind oben links, direkt in der Ecke drin. Und die genauen Koordinaten sind 60 zu 12, 8. Ich schreibe mir die auch mal auf. 60 zu 12, 8. So. Jetzt geht er aber los. Geschwind und ja, und so. Wird auch Zeit. Wir stehen uns hier alle die Beine im Bauch und alle warten auf Pyro. Ach je, ich dachte, ich komme jetzt da hin und ihr haltet das schon Ja genau, schmetter mir hier das Ding entgegen. Ich dachte, ihr haltet jetzt schon den epischen Loot in der Hand oder so. So, dann jetzt aber geht's los. Ich habe mal die Zeit ein bisschen verdrückt. Ich hab Standbild. Das geht aber runter. Ja, ich hatte einen kurzen Ruckler. Ja, also bei mir hat es auch noch wieder da geruckelt. Ich denke schon, dass es dann ein Dungeon ist. Weiß ich nicht, bei der Karte ist das nicht immer so sicher. Naja, aber wenn es eine Ruckler gibt, wird was geladen. Ist immer ein bisschen größer. Kann aber auch eine tolle Bauhöhle sein. Ja. Ach, da geht's schon wieder hoch. Also es ist quasi. Ja, ist nur der. Geht schon wieder hoch? Ist nur der Eingang unter Wasser. Wie es aussieht. Oh, ein Pferd links. Das sind Pferde. Unterwasserpferde. Ja. Oben rechts ist, komm rechts. Das ist ein Jut hier. Was? Hier ist ein Jut hier im Wasser. Wo denn? Im Wasser. Hier, rechts. Ja, wo ich bin. Ach da, ja, das hat er mir nicht sofort aufgebaut. Cool. Eingefrorener Jut hier, eingefrorene Pferde. Ich weiß nicht, aber irgendwie sieht er da so eher aus wie eine Ratte. Da mach ich mal eine Aufnahme. Und das sieht cool aus. So, und hier war. Da ist ein Pferd drin. Cool. Ernst, da sind drei drin.
Ja, ich glaube, ich stehe auf dem Punkt, wo es mal reinlädt und mal rauslädt. Ich gehe mal weiter vor. Jo, da sind... Ach, herrje. Das ist schön, die Idee. Eingefrorene Pferde, eingefrorener Juti. Ja. So. Dann sehe ich da oben was der Oberfläche. Ja, ich habe das nur gewagt und... Hier. Ach, das sind diese Dinger zum Abbauen, ja. Ja, aber die sehen auch cool aus mit dem Glitzer. So. Ja, scheint nur der Eingang unter Wasser zu sein, also... Also was zum Tauchen wäre angebracht... Ach, hier ist Aberration-Höhle drin. Ach, herrje. Ja. Wo wollen wir denn hin? Erstmal an Land. Irgendwo mal an Land. Ja, erstmal hier an Land, weil es da vorne durchgeht. Ich würde mal da vorne hochgehen. Und hier. Alle schon sehen der Ausdauer. Ja. Aber fliegen kann man hier nicht. Fliegen kann man nicht? Nö. Nein. Die haben schon welche. Ihr habt ja schon alles. Oh, gelobt, ich war noch nicht mal im Land. Wir müssen leise sein, hier schläft noch einer drin. So wirklich gelockt haben wir die ja nicht. Das sieht schon cool aus, ne? Topper, gehst ein Stück zurück, weil dann mache ich eine Aufnahme davon. Danke. Ich ziehe schon mal meinen Tackhelm aus. Ja, siehst du, den Tackhelm kann ich auch mal ausziehen, dann habe ich diese Kante. Kann es sein, dass der Schadenskirose hat? Nö. Ja. Wieso habe ich keine Hosen an? Sag nicht, du hast deine Sachen nicht repariert oder so. Ach, hier schläft noch einer kaputt drin. Kaputt, sind gerade kaputt gemacht worden. Hast du denn keine aufgewertete Rüstung an? Och. Dann hatte ich irgendeinen Schuss erwischt oder so. Ich hab den Bär vorhin. Hast du noch Ersatz bei? Nee, natürlich nicht. Wolltest du mal eben nach Hause porten oder so? Ja, ich glaube, das ist wohl das Beste. Ja, weil ansonsten wird es ein bisschen kalt, das ist, ne? Dann gib Gas, port schnell. Sonst ist das ein bisschen unanständig, oder? Ja, so. Nippelwetter und so. Ich habe das was eben gerade gesehen und denke, okay, ja. Er macht dann Mini-Konkurrenz, beinfrei. Dann gucke ich mich mal hier in der Höhle in der Zeit. Ach, hier geht's auch noch weiter. Also wir haben einen grünen Durchgang. Wir haben einen orangenen Durchgang. Und wir haben einen lilanen Durchgang. Hi, lila, der letzte Versuch. Tja, Leute. Bis Schatnix zurück ist, müssen wir uns dann überlegen, wollen wir orange, grün oder lila? Also ich würde als erstes mal mit grün anfangen. War klar. Schatnix, nee. Was sagst du? Grün. Grün hört sich gut an. Ja gut, wir können aber mal orange können wir auch anfangen. So Mini, dann bist du am Zünglein der Waage. Ich? Nee, ja, Moment, lila. Mal. Lila, gut, ja. Fangen wir mit lila an, gehen dann zu grün und dann zu orange. Dann kommen wir nicht durcheinander, meine ich. Weil der Eingang sieht gar nicht schlecht aus, ne? Mini hat mich überredet. Lila, lila. Jetzt müssen wir aber leider doch noch kurz warten, bis er wieder kommt. Ja, ich mach mal. Also mir reicht das, wenn er erscheint. Aufnahmen von den verschiedenen Eingängen. Ach, die bösen Mädels wieder, was die so denken. Ja, Schatnix ohne Hose hat mir schon gereicht. Okay. Soll ich das sagen? Ich hab's gesehen. Ich doch auch. So, ich habe jetzt von allen Eingängen Bild gemacht. Oh. Gut, sowas kann ja passieren. Ich habe ja einmal die Kremlin-Hook vergessen. Ja. Aber mache ich mal jetzt alles immer auch gewöhne, immer nach dem Dungeon oder so. Ach, guck mal. Alles nur gucke. Guck mal, da oben, was? Ist das auch noch ein Durchgang da oben? Guck
Guck mal, wo es so runter geht, da. Siehst du das? Könnte möglich sein, aber es ist ziemlich hoch. Ja, aber ich habe doch da... Habe ich doch was mit. Oder das ist nur Optik. Ah, durch so eine... Keine Ahnung. Vielleicht gucken wir mal, wenn man da irgendwelche Durchgänge durchgeht. Nö, das scheint hier nicht weiterzugehen. Oder spiegelt es nur irgendwie so, gell? Tja, aber es sieht cool aus, ne? Oh, das hat was. Die Idee von der ganzen Höhle ist schon super, echt. Ach herrje, ich back hier mit der Drohne rum. Das ist nicht so toll. Nee. Dann hast du die Drohne jetzt verloren. Nö. Oh, hier habe ich was. War nicht zu weit. Ich hab gepfiffen. Bei mir hat er die ganze Höhle rausgeladen. Also ich muss erst, springt bitte nicht rum oder so, ich muss die Höhle erst reinladen. So, jetzt bin ich wieder da. Also mit der Drohne in der Höhle ist keine gute Idee. Um mal nachzugucken. Ich habe eigentlich die anderen Geräusche gemeint, so habe ich hier verkehrt. Okay. Das ist Pfeife. Ich war der Wind. Der Wind, guck mal, der Wind, das ist ja voll der Wind und so. Ja. Schneesturm. Ist cool gemacht. Aber ist nur die eine Öffnung, wo das rauskommt, ne? Soweit ich das sehe. Nee, ja. Hier ist auch noch eine Öffnung. Von A noch hier beim grünen Eingang. Ob man da vielleicht jedes Mal wieder runterfällt, damit man den nächsten Eingang machen kann? Werden wir sehen. Ja, schade, nichts mal da ist. Jo. Gleich wieder da. Wie sieht's aus? Weil Hose reparieren dauert ja nicht so lange. Ja, die Materialien dafür zusammenholen schon. Ach je. Du musst mal was pullen. Ja, ihr habt doch die anderen Kisten jetzt benutzt. Da kann man doch nicht so rauspullen, oder? Doch, klappt kann das man, bei euch, kann. Ja? Okay. Doch, das geht schon. Nur pullt er nicht automatisch fürs Reparieren. Das ist ja, du musst ja alles einzeln. Aufklicke und dann pulle oder so, mach ich. So, ja, dann ist ja wohl Zeit für einen Schluck Kampfkoffee. Ja. Deswegen lässt man eigentlich ja immer genügend Material gleich in der Werk gewesen. Wo seid ihr? Ah ja, hier, das ist schon die Halle. Also wir sind... Lasst mich nicht allein. Wir sind in den roten Durchgang gegangen, mussten nur finden. Dann lass ich dich nicht allein. Erst wenn wir drin sind. So. Warum glaube ich, dass ich ja lügt? Schadnix ist am Start, dann düsen wir jetzt nach Lila rein. Mhm. Ich kann mal laufen. Übers Wasser laufen? Oder laufe ich durchs Wasser? Oh, huch. Übers Wasser laufen und betäubt. War ich jetzt erschrocken. Ich aber eben, aber das war jetzt sehr überraschend. So. Was habe ich noch gedacht, ich bin Jesus. Ich habe gerade aufs Wasser geguckt, weil das Larve kommt. Kann man nicht. Ach, das Wasser gibt Schaden hier. Also wenn ich hier reingehe, kriege ich Schaden. Ja, das hier nicht. Doch, da Schaden. Oh. Wie, das Wasser gibt hier auch Schaden? Ja. Hey. Ja, aber nicht so viel, oder? Ja, aber wie willst du dann da durchkommen? Dann... Oh, da rennt man nicht vorne drauf. Dann gucken wir mal die... Grappling Hook geht. Ja, aber wie kommst du von da aus weiter? Ich guck grad mal kurz. Ansonsten hätte ich gesagt, wir gucken mal die anderen... Eingänge, ob da, Ja, geht's wieder auf dem Weg weiter, also muss ich ein Stück durchwarten. 390, also erhöhte Level. Also gehen wir einfach durch. Durchrenne am besten. Ja, ich kann nicht. Ich höre ja auch irgendwo was brummen. Apropos brummen, ich könnte mal meine Kanone auch anmachen, wenn wir im Dungeon sind. Ich hänge. Hier vorne ging es aber auch noch lang. Ja, jetzt wollte ich aber erstmal kurz hier gucken, ob es hier was ist.
Oder ob es hier wieder rausgeht, keine Ahnung. Ich bin gerade mal... Ich komme wieder zurück. So. Hier geht's nämlich auch noch lang und dann direkt eine Abzweigung. Okay. Weil die kleinen Abzweigungen, die waren ja meistens für uns besser, ne? So, mal erst da hier gucken, aber hier geht's links weiter. Nee, hier durch den kleinen Eingang. Zack, hier rein. Ich geh mal aus dem Wasser. Ja, und dann rechts, dann sind wir nämlich, ne? Hier schadet mir das Wasser nichts, ne? Wenn ich hier bin. Aber doch, hier. Okay. Also hier vorne, wo wir eben waren, ging es auch weiter. Also ging es neben links hoch. Ach, guck mal da oben, da ist ein Drachendings. Ach. Jawohl. Eingefrorener Drache, ja. Ja. Muss man natürlich ein Bild von machen. Und ein Baum wächst in der Luft. Ja, das ist der Schattnixbaum. Zwei Bäume sogar. Haha je. Ja. Kann man hier auch die Grappling Hook benutzen? Welche Schnitt habe ich noch probiert? Mal gucken, ob das hier was Besonderes ist oder so. Also machen, selber ab. Machen kann ich hier nicht. Kriege ich den Baum da weg? Aber irgendwo brummt doch auch was. Ja. Hier brummt was. Wo ich bin, rechts. Also der Baum, der geht hier nicht weg. Ne, der geht nicht weg. Wo ich stehe, ist ein Loot. Da ist ein Loot. Wir kommen hin. Ah, wusste ich doch, hier brummt was. Ach, je, ich komme. Ich bin rübergekrabbelt. Ach, ich bin noch fest mit der Dings. Haha. So. Da ist der Loot. So. Kriegen wir dann eine Aufnahme hin, wenn ihr euch da links und rechts nebenstellt oder dahinter oder wie auch immer? So? Sehr schön. Das sieht gut aus. Beleuchte mal. Sehr schön. Ich danke dir. So, fertig. Wer will, kann ihn gerne einsammeln. Auf, oh. Tupper. Alles schon genommen. Also der Weg hier hat sich ja so mal so... Dahinter geht's nicht weiter. Nö. Wir haben Loot gefunden. Das ist sehr schön. Dann können wir wieder raustapern. Ja, bei den anderen Höhlen war es ja so, diese Nebengänge, die haben wir dann gesucht und, ne? Ja, aber hier ist auch ziemlich Labyrinth, gell? Ach, hey, rechts, ja. Rechts hier. Okay. Da. Ja, ich bin... Jo. Zurück, ja, zurück. Ja, hier ist... Rechts, ja, Winnie. Ja, Winnie, hier, guck hier. Bin sofort wieder da. Und nicht nervös werden, das ist ja relativ gering, was der Schaden gemacht, ja, wird. Ja, das andere Wasser, das war ja 30, 40 Schaden und sowas. Weil hier geht's weiter, aber wo es hier geht, weiß ich nicht. Ja, dann einfach mal schauen. Gucken kostet nichts. Hier war der Nebengang so eine kleine Pleite. Schadnix macht den Scouter, genau. Ja, ein Wasserfall oder sowas. Rechts, was ist das hier? Geysir. Also es geht rechts, links. Ja, hier ist Ende hier. Hier ist Ende? Aussieht, ja, ich gehe hier gerade hinten rum. Ja, hier ist Ende. Okay, ja. Dann mal den anderen Gang nehmen. Aber wartet mal. Ja. Guckt mal nach oben. Ja, gut. Könnte möglich sein, aber ich will echt mit der anderen Gang. Ach, ein Geysir. Dass du damit hochdüsen kannst. Ja, aber ich würde echt den anderen Gang gucken, bevor wir hier jetzt hochgehen, nicht mehr runterkommen vielleicht. Ja. Können wir mal. Wenigstens mal reingucken, weil das ist rot beleuchtet. Vielleicht ist sowas. Ja, du willst wieder in den Rotlichtbezirk, hä? Ja, hier ist dasselbe in grün. Hier ist auch ein Geysir. Hier geht's auch hoch. Ja. Dann nutzen wir mal den Geysir. Ich hab Angst. Ja, du voraus. Ja, das war's mit dem Geysir nutzen. Hey. So. Wirst bloß gekocht. War ja nur eine Idee. Wer weiß, wann
Wenn der losgeht, kann man sich hochkrabbeln. Ne? Ne. Da ist doch ein Baum. Das können wir auch mal mit dem Hammer versuchen. Ja, wir müssen ja sehen, dass wir auch ohne Hammer oder so hochkommen. Ja. Da ist doch ein Baum, oder nicht? Oh, naja, hab ich gedacht, einer hat. Tja. Kann man auf der anderen Seite gucken. Vielleicht geht's auf der anderen Seite besser. Weil ich weiß ja nicht, wann die Gasiere losgehen. Du kannst ja nicht 10 Minuten. Der eine hat ja geblosen, der hier nicht, oder? Hier steigt Dampf auf. Ja, aber der ist hier stärker, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Weiß also nicht. Einfach mit. Bist du da? Einfach mit reinstellen. Nö, der ist auch noch am Dampfen. Der ist ein Baum, ja, oder? Ja, normal an die Sachen, wo du abbauen kannst, da kannst du ja meistens dran krabbeln. Deswegen, ist das kein Baum? Nö. Nö. Nee, das sind solche Leuchtedinger an der Decke. Wie wär's denn, wenn du mal mit deiner Drohne kurz guckst? Ja, das habe ich ja vorhin schon gemacht. Da bin ich ja durch die Karte gebackt quasi mit der Drohne. Das Mensch, hier backst du auch durch. Wir sind ja schon ein Stück. Ist nicht ganz so hoch wie die Anna. Aber normal, das ist doch ein Geysir. Der muss wieder nach oben schießen. Ja, aber. Aber wann gehen die los, die Geysire, ne? Ja. Oder man muss irgendwo einen Schalter haben, dass man die einschaltet oder so. Ist hier irgendein Zeichen, Symbol oder irgendwas? Hab noch nichts gesehen. In der Nähe? Wieder so eine. Oh, ich häng fest! Wo? Wo ist er denn? Oben! Boah! Bitte! Aber ich war ein Stück oben. Ich hab's nicht ganz hoch geschafft, weil falsch gedrückt. Ich hab hier an dem Steh hier neben dem Eisbrucker. Hier, siehst du? Warte. Komm nicht hoch. Ja, aber irgendwie. Oh. Was war das eben? Ein Rollback scheinbar nochmal. Ja. Ach da! Ja, ich hab mich festgemacht. Nochmal nach. Und kommst du auch rüber? Ich bin drauf. Wie? Das Glück und die Dummen und so. Hm? Ich verstehe dich hier oben nicht. Hier ist die Luft so toll. Ich bin auch oben. Warte mal, weil es ist. Ihr müsst aber ganz knapp den Steh oben treffen, gell? Ja. Und dann kann man über den Haken und man kann auch wieder runterfallen. Ach, au! Au? Ja, ich glaube, ich habe ein Schwein mit runtergebracht. Also wirklich. Hab's. Das Schwein. So, dann mal gucken, dass ich da irgendwie hochkomme. Ja, ich bin auch am. Ja gut, der Pyro kann dich da auch schießen und hochziehen, oder? Geht ich bin noch, bin doch schon wieder unten. Müsste aber gehen. Da muss ist der Schaden. Da muss stehen bleiben. Ich bin oben. Oh. Doch, hab dich doch. Gucken, ob ich die Mini treffe. Du musst aber dann darüber laufen, sonst kriegst du nicht hoch. Hab ich dich Mini? Das war daneben. Nee, das war daneben. Hab ich dich? Ich glaube ja. Versuch mal. Du musst aber wahrscheinlich, um sie hochzukriegen, hier. Ich hänge unterm Stein. Ja, du musst auf den Steg, den Steg hier gehen, wo ich bin. Ja, auf den unteren hier, auf den musst du gehen. Dann kannst du hierher holen. Hast du dich abgemacht, Mini? Nein. Hier auf den Steg und dann zieh sie rüber. Hab ich dich? Ja. Ja, stopp. Das war zu weit, Pyro, aber du musst auf den Steg hier ziehen.
Warte. Ja, ja. Oh. Jetzt hupst du mir ja, jetzt. Super, so, danke dir. Bitte. Und jetzt weg so. Von dem Abgrund, bevor das nächste Schwein oder so ja. kommt. Ich gehe mal hier lang. Da ist grün und hier ist blau. Ja, ne? Auf jeden Fall scheinen auch beide Geysire hier hochzuführen, ne? Gleiche ja. Stille. Also hier geht's weiter nach blau. Gut. Kommt ihr mit? Ja, hier. Moment. Ich muss ja erstmal gucken, wo blau ist. Hier bei den Felsen. Da, wo der Pyro ist. Ja, klar, da wo Pyro ist, müssen wir aber erstmal gucken, weil wir ein bisschen hinter euch. Da, wo es zum guten Stuff geht und so. Was? Wo da? Der kam aus dem Boden. Da war halber drin gekniet im Butter. So, wir können einmal da lang und wir können runter. Beim Dungeon runter hört sich immer gut an, ne? Da vorne geht der Wirbel nach oben. Da vorne geht es ein Wirbel nach oben. Okay. Wo? Wo geht ein Wirbel? Da rechts ist jetzt. Ich jetzt hier. Hier geht der Strom. Was schon sehen? Ich sehe hier keinen Strom nach oben. Warte mal. Jetzt? Ja. Hä? Habt ihr das nicht gesehen? Nö. Doch, ich schon. Jetzt? Hier vorne. Ja, direkt vor dir. Ich sehe hier keinen Strom, echt nicht. Ich sehe ein paar Wassertropfen nach oben gehen. Ja, da geht gerade der Strom hoch jetzt. Aber gut, es wird wahrscheinlich nichts sein, also besser da unten landen. Ja, ich sehe nur die Wasser, was dann hochgeht, aber den Strom, den sehe ich nicht. Das Wasser habe ich ja gemeint, das, was so hochgeht. Okay. Dass du vielleicht da hochgewirbelt wirst, das habe ich gemeint. So, kommt ihr mit? Machen. Ja, alle da. Ja. Gut. Wir lassen dich bloß weiter vorausrennen, dass sie dich umbringen, nicht uns. Ich möchte aber nicht ohne Hose dann dastehen. Weil vorhin bin ich schon erschrocken bei deiner Pullover. Hier ist noch ein Geysir. Da geht's noch weiter hoch. Noch weiter runter. Hier geht's runter. Hier sieht's lila aus. Komm jetzt bei lila raus? Da waren wir doch schon. Ja, deswegen sag ich, komm jetzt bei lila raus. Müssen wir mal gucken. Ja, hier geht's ins Wasser rein. Das ist jetzt der Fußweg nach oben. Ich glaube, wir sind im Kreis gelaufen ein bisschen. Okay, also wieder hochgehen. Ich glaube, bei dem Dungeon heißt es irgendwie hoch hinaus oder so. Nach unten scheint doch nicht immer noch gut zu sein. Da sind wir schon entlang gelaufen, Link. Aber da gucken wir zu der Geysire, oder? Ach ja, wir müssen mal. Dann stellen wir uns mal hier hin beim Geysir. Genau. Und dann sagen wir von hier aus, wir sind natürlich wieder verwirrt in der Höhle und müssen erstmal einen Weg finden. Die Höhlen sind hier echt gut gemacht. Die sind größer, die Dungeon. Denn ich gehe mal von aus, dass das ein Dungeon ist. Und in dem Sinne würden wir auf jeden Fall erstmal von hier aus sagen, Tüdelü und Tschü. Tschüss. 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 Genau.